Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Supporter Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Revenzeit einfach eingeben würdet, meine Freunde. Es wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Gut, meine Freunde, wir spielen heute eine Spezialrunde Revisaten schon mit 9 Leuten. Ist relativ simpel eigentlich. Ich habe aber heute extrem ekelhafte Aufgaben und erwarte natürlich dann auch dementsprechend die Performance von euch. Revisat, wir landen erstmal alle gemeinsam in Frosty Flights. Denn die heutige Folge Revisat wird sich tatsächlich auf die Flugzeuge beschränken, zumindest aufs erste. Ich möchte nur anmerken, dass die heutige Folge eine extreme Triad-Folge ist, da ich von meinen Subs nur das Beste erwarte, meine Freunde. Wir haben eine ausgewählte Gruppe hier und ich möchte, dass ihr wirklich abliefert und performt bis zum geht nicht mehr. Wir landen unten bei den Hangars. Stark, da geht der erste schon, hat schon aufgegeben an der Stelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das passt. Einmal bitte mitkommen. Ja, moin, Bruder. Das war aber jetzt echt. Das war wirklich. Also, Luki. Ganz ehrlich, ich sage, ich möchte hier Performance sehen, okay? Revi sagt, rutscht erstmal zusammen hier. Was ist das für ein belangloser Haufen hier, Gottes Willen. Für euch alle, das geht an euch alle hier, ist das klar? Wenn ich sage, Revi sagt, dann führt ihr die Anweisung aus. Wenn ich nur sage, kommt mit und ihr kommt mit, ich glaube, ihr wisst alle, was dann passiert. Ihr alle? Revi fragt, haben wir es verstanden? Gut, dann kommt mal bitte mit. Kollege? Das war haarscharf gerade, ne? Nee, setz dich wieder hin. Setz dich wieder hin, das passt. Setz dich wieder hin. Dafür bist du jetzt als erstes dran. Revi sagt, weiblicher Nosegain vortreten. Revi sagt, weiblicher Nosegain zu mir kommen. Okay, steige ins Flugzeug ein. Revi sagt, steige in das Flugzeug ein. Okay, da hat jemand zugehört. Revi sagt, lass den Motor an. Revi sagt, mach einen doppelten Looping und kehr wieder mit einer 1A-Landung zurück. Revi sagt, wenn das Flugzeug Schaden hat, kriegst du auch Schaden, Kollege. Okay. Schauen wir mal ganz kurz, ob das hier geklappt hat. Revi sagt, bitte stehen bleiben. Nicht schlecht. Okay, komm mit mir. Kollege, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber wirklich, Digga. Also tut mir leid, da kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Thinky, es tut mir wirklich leid, Kollege. Okay, die anderen bitte einmal aufrücken. Tinnik, es tut mir leid. Die anderen bitte einmal zu mir kommen. Aber hört ihr mich nicht? Kommt her! Oh, wir verstehen uns. Revi sagt, herkommen. Digga, ich muss richtig tryharden. Dickin, glaub mir, das wirst du nicht gewinnen, diese Runde. Gewinne. Okay. Revi sagt, 4 bitte auf das vordere Flugzeug und 3 bitte mit mir kommen. Revi sagt, das andere Flugzeug mir bitte einmal folgen. 1, 2, 3 und abspringen. Revi sagt, abspringen. Gut, mein Flugzeug sollte sich jetzt jeden Moment zur Ruhe begeben. Sehr schön, sehr gut. Okay. Revi sagt, ich möchte bitte, dass der männliche Nosegain, Kollege Geistergespenst und der Astronaut bitte jeweils ein Flugzeug besteigen. Die anderen bitte hoch zu mir. Revi sagt, die anderen hoch zu mir, die anderen ins Flugzeug. Revi fragt, was machst du auf dem Flügel? Runter da. Revi sagt nicht, du Nosegain, such dir ein Flugzeug. Du bist kein Nosegain, verdammt nochmal. Revi sagt, bleib da stehen. Revi sagt, die anderen, die nicht im Flugzeug sitzen, bitte mitkommen. Okay, nehmt euch mal hier Pilze. Nehmt euch hier von den Pilzen. Nehmt euch von den Pilzen. Ja, Kollege, das war's dann an der Stelle für dich. Gut. Ein Kandidat weniger. Es verbleiben nur noch 5 Kandidaten. 5 Kandidaten tatsächlich. Revi sagt, die Kandidaten im Flugzeug. Wer zuletzt von euch in Tilted in ein Gebäude kracht, hat verloren. Okay, Nummer 1 schon mal geschafft. Wo ist Nummer 2? Wo ist Nummer 2? Revi sagt, nach dem Crash bitte das Flugzeug verlassen in Tilted. Oh nein, Nummer 3. Nummer 3 kommt da vorne. Revi sagt, es ist noch nichts entschieden. Es ist noch nichts entschieden. Oh, es ist echt eine knappe Nummer. Aber er... Gut, schafft es, alles klar, okay. Revi sagt, letzte Kollege, bitte das Flugzeug einmal behutsam am Basketballplatz absetzen. Wenn du das jetzt schaffst, lass es dich vielleicht sogar noch leben. Kollege, alles klar. Er steigt aus. Gut. Der Nosegain hat es leider nicht geschafft. Revi sagt, stell dich hin und verabschiede dich leider von den anderen. Gut. Revi sagt, nehmt euch hier vorne die beiden Flugzeuge mit mir und dann fliegen wir in die Zone. Dann einmal hier vorne landen und aussteigen. Oh, beide eigentlich raus, ne? Herr Astronaut! Du bist gelandet, Kollege, ne? Du bist gelandet. Ich hab nicht gesagt, Revi sagt. Herr Astronaut, bitte bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen, bitte. Herr Astronaut, bitte. Gut. Revi sagt, der Rest der kompletten Mannschaft bitte einmal mitkommen. Leute, ich hätte wirklich Besseres erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Revi sagt, das Flugzeug bleibt stehen. Ihr dürft nun absteigen, mitkommen. Revi sagt, baut diesen Eisklotz hier ab. Geht nicht. Ja und? Okay, Kollege. Ich weiß nicht, warum du dich selber aussortiert hast. Aber, ich hab gesagt, baut den Eisklotz ab, mit Revi sagt. Okay, mitkommen.
Oh, okay, ich lasse es dir nochmal, Revi sagt mitkommen. Ich bin mal ein bisschen freundlich. Wir haben nicht allzu viele Kandidaten heute, wir müssen haushalten, wir müssen sparsam sein. Es leben nur zwei, ne? Richtig, du und noch wer anders, ne? Ja. Gut, wir machen das jetzt auf eine ziemlich perfide Art und Weise. Wir spielen ein kleines Quiz, okay? Okay. Also, ich möchte mit euch, pass auf, ich stelle euch jetzt ein paar Schätzfragen, okay? Also, nein ist hinknien, ja ist springen, okay? Die Grundposition ist immer stehend, okay? Okay. Revi fragt, habt ihr das verstanden? Sehr schön. Revi fragt, darf ein Boxer in der Fliegengewichtsklasse mehr als 55 Kilo wiegen? Ich will ihn eigentlich nicht so schnell gehen lassen, ne? Aber ich hab gewonnen. Ey! Dickin hat damit gewonnen an dieser Stelle, meine Freunde. Es war mir mal wieder eine Ehre, mit meinen Subs das hier gespielt zu haben, meine Freunde. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mir tatsächlich deutlich mehr erwartet an der Stelle. Ich würde sagen, wir hängen einfach noch eine kleine Runde hinten dran. Revi sagt, wir landen alle gemeinsam Tilted Towers. Diese Runde wird es eine komplett normale Runde werden. Ich werde auf jeden Fall alles Ekelhafte an Taktiken rausziehen, damit ihr quasi hier nicht einen schnellen Win bekommt. Revi sagt, landen alle vor Big Ben. Jeder, der gleich nicht tanzt, wird erschossen. Also wie gesagt, jeder, der nicht tanzt, wird erschossen. Nur, dass ihr es wisst, ne? Okay, da sieht man schon, die Jungs kennen da gar nichts, Mann. Die bleiben einfach stehen. Die hören wirklich nur auf ein Kommando, und zwar Revi sagt, okay. Hinknien. Okay. Revi sagt, kniet euch hin. Okay, mitkommen. Okay, aufstehen. Revi sagt, kommt mit. Stehen bleiben. Bei Eti ist schon mal damit raus. Ihr müsst zuhören lernen, Leute. Das ist ganz wichtig in diesem Format. So schwer ist das doch nicht. Revi sagt, alle hier vorne in das Haus rein. In das hier. Revi sagt Tür zu. Revi sagt rein und Tür zu. Revi sagt nicht schlagen. Hinknien. Okay, ihr seid wirklich stark tatsächlich. Okay, mitkommen. Revi sagt mitkommen. Damn, Alter, das wird eine harte Runde, Mann. Alle mit mir auf die Mauer drauf. Auf die Mauer drauf, auf die Mauer drauf. Kollege. Maurice. Du warst fast oben drauf, es tut mir leid, Kollege. Revi sagt, stehen bleiben. Revi sagt, alle zum Basketballfeld. Revi sagt, alle stehen bleiben. Hinknien. Revi sagt, hinknien. Revi sagt, springen. Hinknien. Hinknien. Revi sagt, hinknien. Revi sagt, springen. Revi sagt, hinknien. Okay. Revi sagt, wirf einen Korb. Revi sagt, wirf einen Korb. Der ist im Mond, glaube ich nicht. Revi sagt, das passt schon. Okay, mitkommen. Uff, Alter, was haben wir für eine Lobby, Leute? Das ist eine komplette Tryharde hier. Revi sagt, mitkommen. Revi sagt, stehen bleiben. Revi sagt, du und du mitkommen. Stehen bleiben. Revi sagt, stehen bleiben. Revi sagt, ihr beide hinknien. Revi sagt, Galaxy Skin, geh in den Einkaufswagen. Steig wieder aus. Revi sagt, steig wieder aus. Revi sagt, geh in den Einkaufswagen. Revi sagt, No Skin, geh hinten an den Einkaufswagen. Revi sagt, wechsel die Position. Revi sagt, einsteigen. Revi sagt, Galaxy Skin einsteigen. Revi sagt, No Skin hinten an den LKW. Oh! Ich hab LKW gesagt. Okay. Revi sagt, Galaxy mitkommen. Revi sagt, alle auf das Auto. Channel Group changed. Revi sagt, alle runter von dem Auto. Spinnt ihr, macht Bollen da rein. Dicking? Ja, sorry, ich muss kurz auf TeamSpeak was gucken. Dicking, das war gerade wirklich extrem knapp, Kollege, ne? Ich muss was auf TeamSpeak gucken. Okay, kommt mit. Dicking! Ja, ich bin raus, ich bin fair. Dicking? Ja. Es tut mir leid, aber ich kann da nicht kulant sein. Revi sagt mitkommen. Revi sagt stehen bleiben. Revi sagt, keiner berührt diese Fläche. Revi sagt, alle sammeln hier. Alles klar, Kollege? Revi sagt, keiner berührt diese Fläche. Okay. Revi fragt, denkt ihr, ihr seid die Besten? Revi sagt, ihr habt jetzt genau eine Minute Zeit. Eure Aufgabe ist folgende. Diejenigen, die mir die beiden schlechtesten Waffen bringen, von der Farbe her, sind tot. Die anderen beiden dürfen weiterleben. Revi sagt, die Zeit läuft ab jetzt. Revi sagt, wer innerhalb von 30 Sekunden hier nichts abgegeben hat, ist auf jeden Fall tot. 10, 9, 6. Galaxy Skin, es tut mir leid, dein ist leider nur grün. Möchtest du noch irgendwas sagen? Nee, Digga. Perfekt, okay. Ich weiß nicht, wie Kardashian auch diese Aufgabe überlebt hat. Ich habe keine Ahnung, Alter. Abonniert alle Revi. Perfekt. Und nutzt meinen Creator-Code. Revi sagt, teilt die Schneemänner und zieht euch jeweils alle einen an. Gut. Ja, Kollege, was soll ich da machen? Bei Königs, was soll ich da machen? Okay. Mitkommen? Ihr zwei, Alter, wirklich. Okay, Revi sagt mitkommen. Stehen bleiben. Revi sagt stehen bleiben. Revi sagt hinknien.
Revi sagt, geh da mal dazu. Ich hab nicht gesagt aufhören, genau. Revi sagt aufhören. Das ist ja ekelhaft. Revi sagt, dreht euch voneinander weg. Revi sagt, springt auf drei. Eins, zwei, drei. Revi sagt, hinknien. Lauft hier in das Wasser rein. Revi sagt, lauft hier in das Wasser rein. Das Wasser ist weg. Revi sagt, mitkommen. Revi sagt, stellt euch jeweils beide hinter eine Parkuhr. Oh. Ich lasse es mal gelten, weil das ist momentan ein bisschen buggy mit den Dingern. Okay, Revi sagt, kommt mit. Revi sagt, hinknien. Revi sagt, aufstehen. Hinknien. Aufstehen. Revi sagt, hinknien, aufstehen. Revi sagt, aufstehen. Ah! Kollege! Ah. Möchtest du wieder was loswerden? Leute, ich möchte jetzt einfach nur, ich weiß sowieso, wer unter diesem, wer das hier ist. Und es kann nicht sein, dass er schon wieder gewesen ist. Kann ich in, der Junge hat einfach schon wieder gewonnen, Alter. Ja? Mit einem 150er-Ping durchgehend. Unglaublich, Leute, unglaublich. Leute, das war's von dieser wunderschönen Doppelrunde, Revi sagt. Ja, was denn? Ich sag noch eins, ich hab's versprochen, der Win gehört Mrs. Mini. Stark. Ehre. Leute, das war's von diesen zwei wunderschönen Folgen, Revi sagt in einem Video. Ich küsse eure Augen, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, genau.